Das war an einem Nachmittag, dann haben wir das Schild gesehen, dieses schöne Plakat. Wir haben es gesehen und dann direkt angerufen und dann meinten wir, ja, wir stehen da. Und dann hat uns Claudia gesagt, ja, kommt rum, mein Atelier ist da. Und dann saßen wir da und haben alles besprochen. Und die Idee ist eben nicht, etwas vorzugeben und zu sagen, wir machen jetzt das oder das, sondern die Idee ist, den Raum tatsächlich als freien Raum oder Freiraum zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ihr könnt diesen Raum jetzt nutzen, ihr entwickelt Ideen, ihr gestaltet den Raum, ihr entscheidet, wie das aussieht. Eigentlich haben wir viel erreicht, weil wir haben den Keller sauber gemacht, den Boden haben wir gemacht, die Kreise, die Rahmen, die Fenster, eigentlich schon viel passiert hier. Zuerst haben wir die Platten abgemessen und ja, ein paar Schrauben rein, ein paar Schrauben raus, so, sowas. Ich glaube, sie ist sehr begeistert, nach den Klausuren heute mal ein bisschen wild zu sein. Ja, Abwechslung. Und unten stellen wir ja die Kinostühle auf, dann machen wir wahrscheinlich auch bestimmt Kinoabende. Dann müssen wir nicht ins Kino gehen, extra bezahlen. Ja, wir wollten Gitarrenkurse anbieten und halt auch so Getränke oder so, dass man das halt selber da auch lagern kann. Dass man halt einfach so runterkommen kann in dem Raum, sich mit Freunden treffen kann. Ja. Wenn alle zusammen hierher kommen, dann macht's Spaß. Ja, das läuft alles ziemlich gut. Läuft schnell und ja, ich zum Beispiel habe jetzt dann dem Graffiti, was an der Wand ist, oder so in Anführungsstrichen Graffiti, habe ich weitergemacht. Also da füllen wir jetzt die Buchstaben mit Farbe aus und ja, wird alles immer schöner. Und ja, dann habe ich halt Lust gehabt, auch mitzumachen und jetzt bin ich hier. Ich bin ja auch Tänzer und auch Tanzlehrer und hoffe, dass wir vielleicht im Keller so einen Tanzboden bauen und vielleicht so einen Spiegel, wo man halt ein bisschen üben kann und ja, das wäre halt schon eine Hammer-Sache. Ich lackiere ein wenig weiter und vielleicht wird der Boden fertig im Keller. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir endlich angefangen haben zu bauen. Und dann gibt es eben jemanden, der dann eben hilft und sagt, so geht das, so funktioniert das, so schrauben wir, so sägen wir und so weiter. Okay, also geplant mit dem Freiraum ist, dass wir vor den Sommerferien eine kleine Eröffnungsfeier machen und ab dann geht es eigentlich los mit eigenen Ideen und weitermachen.